Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu einer kurzen Infofolge zu Ark Nomaden. Ja, die beiden allerschönsten Lebewesen, die diese Welt je gesehen hat, begrüßen euch. Es tut mir leid. Ist irgendwie jedes Mal, wenn ich mit diesem Ark-Charaktereditor konfrontiert bin, gehen mit mir die Gäule durch und es kommt irgendwie sowas bei raus. Es tut mir ein wenig leid. Andererseits, wenn ich ganz ehrlich bin, nee, tut es mir doch nicht. Das ist einfach, es gehört dazu, oder? So eine Unke. Ist er nicht schön? Schau mal hier. Oh, edel. Aber okay, kommen wir zu den Neuigkeiten, die ich für euch habe. Vor einigen Tagen ist ja mittlerweile die Primitiv Plus Mod als offizieller DLC für Ark erschienen. Und wie ihr sicherlich wisst, nutzt Ark Nomaden die alte Primitiv Plus Mod. So, die wird jetzt nicht mehr weiterentwickelt. Einige von euch haben geschrieben, nutzt die weiter, nimmt nicht den DLC, der ist nur verbuggt und dergleichen. Ja, ehrlich gesagt hätte ich das auch eigentlich fast gerne gemacht. Andererseits ist es wie gesagt so, dass die nicht weiterentwickelt wird und dann haben wir da irgendwann ein Problem. Dann fangen wir lieber jetzt mit dem neuen DLC entsprechend an und steigen um, ehe es da dann später Probleme gibt. Insofern haben wir da uns entschieden, den DLC zu nutzen. Hat allerdings mit sich gebracht, dass wir tatsächlich bei Null neu anfangen müssen. Denn, und das wurde auch von offizieller Seite bestätigt von den Entwicklern, die alten Mod-Spielstände sind nicht kompatibel mit den neuen DLC-Spielständen. Das heißt, Neuanfang. Ark Nomaden muss einmal bei Null neu loslegen und wir müssen einmal alles wieder neu aufbauen. Klingt erstmal schlimm. Ist es aber nicht. Denn es hat viele Vorteile auch. Erstens konnten wir so jetzt ein bisschen testen, wie ist das neue Spielsystem, was ich mir da ja ausgedacht hatte mit Nomadentum. Ja, geht das überhaupt? Funktioniert das? Macht das Spaß? Und wir sind einhellig zu der Meinung gekommen, jawohl, es macht Spaß. Es ist verdammt cool, es ist lustig und vor allen Dingen auch echt spannend. Also insofern, dabei bleibt es am ganzen Spielprinzip, an der Idee hinter Ark Nomaden ändert sich nichts. Und was den Vorteil hat, wir konnten das jetzt alles ein bisschen ausprobieren, ein bisschen kennenlernen. Wir alle kannten ja beispielsweise noch kaum die Primitiv Plus Mod. Wir kannten kaum die Umstände, die es eben mit sich bringt, wenn man dann jetzt tatsächlich als Nomadenstamm umherreist. Und vor allen Dingen, es waren sehr viele neue Spieler, die so in dieser Form noch nie zusammengespielt haben. Mensch, liegen hier Eier rum und ich brauche sie jetzt nicht. Ist ja ein Cheat-Spielstand, nur für die News hier. Die so noch nie zusammengespielt haben, diese Spieler, die Tribes und dergleichen, die konnten sich jetzt alle ein bisschen kennenlernen und mit einem Neustart jetzt wird das alles ein bisschen flüssiger laufen und dann werden die Tribes auch alle ein bisschen schneller und besser vorankommen, auch wir. Und von daher haben wir uns dafür entschieden, kurzen Prozess zu machen und zu sagen, wir wagen den Neuanfang, wir machen das alles nochmal frisch. Und damit geht's los. Bei der nächsten Folge schon. Das ist am Samstag, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig sehe, müsste heute Donnerstag sein, wenn diese Folge rauskommt. Ich hoffe es. Ich weiß nicht. Ich produziere wieder im Voraus ordentlich. Und weiß daher jetzt nicht ganz genau auswendig, wie es laufen wird. Aber ihr kennt ja den Sendeplan. Ne? Sendeplan.kuya-gaming.de. Und dann seid ihr da entsprechend immer aktuell. Aber es müsste Samstag sein. Da kommt dann die erste Folge der zweiten Staffel, wenn man so will, von Ark Nomaden mit dem neuen DLC, aber mit den alten Leuten. Da hat sich nichts geändert und entsprechend legen wir dann nochmal frisch los und ich kann jetzt schon mal soweit verraten, die erste Aufnahmesession, die war spannend. Die war spannend, die war lustig, die hatte alles gehabt. Insofern geht's weiter wie gehabt. Und wir stürzen uns nochmal in die Anfänge, die ja auch immer durchaus ihren Reiz haben. Ja, wenn man damit nichts anfängt und irgendwie schauen muss, was aus dem Boden zu stampfen, sich erstmal finden muss, im Chaos endet, vor jedem Dilo Angst haben muss am Anfang. Es hat was, diese Anfangsphase. Und von daher waren wir da jetzt gar nicht so böse drum, dass wir das eben machen mussten. Ich hoffe, ja, bei euch kommt es auch nicht zu schlimm an. Ja, ich hoffe, für euch ist es auch in Ordnung. Es blieb uns ja nichts anderes übrig. Entweder, was heißt, eigentlich hatten wir überhaupt keine andere Wahl, weil wir mussten ja irgendwann ohnehin auf den DLC umsteigen, dann lieber jetzt, wo wir noch so wenig verlieren, als wenn wir dann später irgendwie schon alles Mögliche haben und dann mit einem harten Schlag zurückbefördert werden ins Nichts. Also von daher machen wir das jetzt und nächste Folge geht's los. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie sich das bei Ark Nomaden weiterentwickelt. Wie gesagt, derzeit macht es einen Riesenspaß.
Euer Feedback ist mir auch immer sehr wichtig, also haut ordentlich in die Tasten und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.